Physik in ungefähr 60 Sekunden. Kurz erklärt von Welt der Physik. Moin Jens. Moin Marc. Sag mal Jens, was ist eigentlich der Stern von Bethlehem? Ui, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Im Matthäusevangelium steht: Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Ja gut, aber was für ein Stern ist das? Auf den meisten frühen Bildern der Geburtsszene von Jesus ist über der Krippe ein Schweifstern, also ein Komet, zu sehen. Aber ein so deutlich sichtbarer Komet hätte doch auch den damaligen Astronomen auffallen müssen. Richtig, da gibt's aber keine Überlieferung. Und eine Supernova? Das könnte prinzipiell sein, nur gibt es keine bekannten Überreste einer Supernova von vor 2000 Jahren. Vielleicht war es eine besondere Planetenkonstellation. Ja, das glauben heute die meisten Forscher. Mal schauen. Ja, im Jahr 7 vor unserer Zeitrechnung begegneten sich Jupiter und Saturn gleich mehrmals. Und im Jahr 2 vor Christi waren sich Jupiter und Venus sogar so nah, dass man sie mit bloßem Auge nicht unterscheiden konnte. Aber so ganz genau können Astronomen nicht sagen, welches Himmelsereignis beschrieben wurde. Es ist sogar möglich, dass der Stern rein symbolisch gemeint war. Was es auch war. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern jedenfalls eine schöne Weihnachtszeit. Jo,